Herzlich zurück bei den japanischen Sega Mega Drive Mini 2 Games. Und das müsste es eigentlich, wenn die Beschreibung richtig war, müsste es das auch in Englisch geben. Und zwar Romance of the Three Kingdoms 3. Oder Free. Zweites Jahrhundert China. Nach der Dunkelheit folgte der Niedergang der Han-Dynastie. Cao Cao, ein zielstrebiger Kriegsherr, hat sich geschworen, das Chaos zu beenden und ganz China wieder zu vereinen. Doch im Moment seiner Schwäche, Li Bai und Sun Quan kamen zu Macht und forderten sein Reich und seinen Thron. Jetzt ist China in drei Teile geteilt und die Kriegsherren kämpfen darum, wer es herrschen wird und wer dann wieder Frieden einer Goroakin Nation erreichen kann. Ja, genau. Rundenbasiertes Strategiespiel Romance of the Three Kingdoms. Ich weiß gar nicht, gab es noch mehr Teile als den dritten? Ich glaube, ja. Auch nicht so unbekannt und ich fand ganz interessant, dass es das ganz normal auch in Englisch gibt. Ah, viel mehr. Danke. Danke, danke, danke. Ja, ist auch nicht so, mein Genre. Aber wenn wir schon eine englische Fassung davon haben, dann nehmen wir die doch auch. So, New Game. Ja, ich möchte gerne ein New Game machen. Ah, genau. Welche Epoche? Ist mir egal, nehmen wir die erste. Ist ja wurscht. Null? Ja, null machen? War das dann alles die KI? Ich mach mal null. You want to follow the activities of a... Nein. Macht der jetzt alles automatisch? Haben wir jetzt sozusagen einen Demo-Modus gebaut? Ja. Dann leg mal los. Immer müssen sich gleich kloppen. Aber sie plotten viel Strategy. Der Erhaltung der Sache, das letzte Game, was rauskam, war 2020 und es war Teil 14. Vor allem das Lustige ist, jetzt weiß man gar nicht, wie viele Spieler das sind, ne? Wahrscheinlich die 8, die man auswählen konnte. Wann hauen die sich denn mehr hier auf der Maske? Weil wir sehen ja noch nicht mal die Karte lang genug, dass wir überhaupt wissen, dass der gleich Ärger ist. Aber immerhin kann man das laufen lassen, da brauche ich gar nichts mehr. Brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Das ist schön. Können jetzt wieder irgendwelche Leute in den Kommentaren schreiben: Siehst du, jetzt nur 15 Minuten aufnehmen. Nee, nicht mal das. Auch das habe ich outgesourced. So, wir sind schon im März. Irgendwie, wenn ich mir die Map angucke, ist da gar nichts passiert. Die kaufen wahrscheinlich Armeen, die machen dies, die machen das, aber wir sehen es ja nicht. Nun greift doch mal irgendjemanden an. Kann doch nicht so schwer sein. Frieden ist doch nur für Langeweiler. Also. Nein, wozu ist man denn Herrscher, wenn man nicht herrschen tut? Komm.
Sag mal ganz ehrlich, bewegen die Einheiten? Da siehst du gar nichts. Von du kannst auch die Porträts nicht mit irgendwie was zuordnen, was auf der Karte zu sehen ist. Ach, da sind, glaube ich, die Symbole. Die muss ich mir wahrscheinlich angucken, oder? Ich glaube, die sehen wir auf der Karte, ne? Wenn auch nicht lange. Abzweigverbinder, einen wunderschönen guten Abend. Kommst gerade zu Demo-Strategie leicht gemacht. Ja, jetzt haut doch mal euch auf der Maske. Wozu seid ihr denn jetzt hier mächtige Super 8KIs, die über ganz China herrschen wollen? So, Mai. Machen die denn überhaupt was? Was macht ihr denn die ganze Zeit? Ich meine, außer dass ich jetzt irgendwelche Zahlen um die Ohren kriege. Und natürlich, dass sie Plotting Strategies machen, klar. Logisch. Ist ja wahrscheinlich der Hinweis, du bist dran. Das ist dein Turn, aber. Ja. Nein. Also du hast, wenn du den Mini 2 hast, es gibt sowohl eine, ich sag mal, Amerika-europäische Version und es gibt eine japanische Version. Das sind wirklich zwei verschiedene. Und lustigerweise, wenn wir dann zu der CD-Abteilung kommen, siehst du auch, dass es ein paar Sachen gibt, die es witzigerweise in Englisch gibt, weil das zum Beispiel sieht man ja hier, das Game gibt es auch in Englisch. Ist aber nicht Anführungszeichen auf unserer, sondern auf der japanischen. Da natürlich dann eben ne, in Japanisch und nicht in der Version, die wir hier gerade angucken. Die mir aber auch nicht viel hilft, weil wir dachten, hier passiert ja nichts. Also ich kann nicht mehr, ist der große Kalendersimulator oder was? Da passiert doch gar nichts. Wo ist denn das hier Strategie? Ich denke, ihr wollt ganz China erobern. Gut, dauert vielleicht länger als ein paar Monate, ist schon richtig, aber irgendwann kannst du auch mal losgehen. Au, auf jeden Fall, jetzt haben wir Sommer. Sommer in China. Also ich will jetzt mal nicht rumnörgeln, aber ich finde das nicht so spannend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ja, das, was der Harry gesagt hat, das hat die GameStar auch gesagt. Ich bin mal gespannt, was da morgen ist. Ja, Plan dauert halt. 7-Jahres-Plan, genau. Oder das ist hier die Vorläufer vom Berliner Flughafen. Dann dauert es noch viel länger. Vielleicht bauen die jetzt auch die chinesische Mauer. Auch die war nicht in 7 Monaten erbaut. Ja, weiß nicht, soll ich ein Jahr durchlaufen lassen? Vielleicht passiert dann was. Vielleicht stirbt ja auch jemand an Altersschwäche. Also, oder Achtung an Langeweile. Man weiß es nicht. Immerhin haben wir schon August. Komm, ich mach das jetzt. Ich lasse jetzt ein Jahr mal durchlaufen. Aber die müssen doch eigentlich schon irgendwann machen. Jetzt mal ganz ehrlich, selbst es gibt Brettspiele. Ja, da hätte es schon dreimal geknallt. Vor allem, es sind nur 8 Fürsten, ne, die da rumkloppen. Hast du das Gefühl, dass da was weiß ich alles passiert? Ich vermute auch die 13 und sowas, das ist dann der, wie gesagt, ja, das kann auch nicht sein. Jetzt sind wir schon im September. Ich wollte erst sagen, das ist dann der Tag im Monat, aber das kann auch nicht sein. Ist das die Position?
Ich verstehe da gar nichts. Sieht aus wie eine Wirtschaftssimulation. Aber nicht wie Echtzeitstrategie. Oder beziehungsweise Echtzeit ja sowieso nicht, aber rundenbasierte Strategie. Ja, immerhin haben wir schon September. Dann kommen wir gleich in den Oktober. Also, das letzte Quartal des Jahres halten wir auch noch aus. Und dann kommen wir zu was anderem. So. Es ist also kein Herbst. Ist also dementsprechend jetzt bei denen schon Winter. Ein Speedrun, bitte, ja. Ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant werden. Oder machen die deswegen... Ah! Wir haben eine Allianz! Alter, es ist mal was passiert! Im 10. Monat haben sie mal den berittenen Reiter von A nach B geschickt. Wahnsinn! Wahnsinn! Und wir waren dabei. Aus allererster Reihe. Hier. Eigentlich dachte ich, die hauen sie auf der Mappe, aber nein, das sind Friedensverhandlungen. Das kann auch ein Zeichen sein in dieser Welt. Ja. Jetzt nicht unbedingt Spannendes, aber wir haben schon November. Es ist gleich vorbei. Ja. Also das wird, glaube ich, kein Game für mich. Weil, wenn du da jedes Mal jetzt agierst und das dauert 5 Stunden, bis die KI eigentlich nichts macht. Das ist schon ein bisschen, naja, ne? Ja, das Jahr geht so hin. Dezember. Gott sei Dank. Vielleicht machen sie ja doch nochmal eine Allianz. Vielleicht aber auch nicht. Ja, was ist das? Spannend. Wie schnell doch ein Jahr so umgehen kann und so spannungsgeladen. Wie schon gesagt, es geht darum, die wollen China erobern, ne? Die wollen nicht... Also... Aber vielleicht hat der Chinese auch viel Zeit. Mach doch bis 200, du kannst mir mal... So, ein Jahr, danke, reicht, raus. Also da ist nichts passiert, wir haben eine Allianz gesehen und danke. Langweilig, nicht wieder wählen. Next.